Ich hab mir ein. Meine Freundin kam rein. Happy End. Ihr könnt euch schon vorstellen. Ich habe aus Versehen beim Beten gefurzt. Aber ich weiß nicht, ob. Darf ich lachen überhaupt bei sowas? Jeder ist auf seine eigene Art und Weise hübsch. Tamam, es gibt hier einen oder andere. Was bist du? Ich bin das. Yo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf Bora TV. Mein Name ist Bayram. Heute bin ich ohne Mehmet. Was heißt ohne Mehmet? Ist gerade hinter der Kamera. Und wir machen heute ein Video, was wir noch nie hatten. Wir werden die peinlichsten oder auch die schlimmsten Erlebnisse von euch auf unserem Handy lesen. Ihr habt uns auf Instagram eure peinlichsten Erlebnisse oder auch schlimmsten Erlebnisse privat geschrieben beziehungsweise in unsere Story geantwortet. Falls ihr auch irgendwann so mitmachen wollt, dann folgt uns jetzt auf Instagram. Wallah, macht das einfach und dann versteht ihr, was ich meine. Wallah, der hat Text gerade geschrieben. Kurz gefasst, wir reagieren auf eure peinlichsten, schlimmsten Ergebnisse. Viel Spaß. Ich muss jetzt schon lachen. Und zwar Leon Schilz 111 hat geschrieben, ich habe mir ein, meine Freundin kam rein, Happy End, ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert ist. Boah, Wallah, Mehmet, ich habe nichts verstanden. Ja, er schreibt Punkt, 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 was soll ich machen, aber du weißt schon, was derjenige meint. Bruder, das ist richtig peinlich. Alter, wenn meine Freundin reinkommt, auf einmal sieht sie mich so, boah, nein, Digga, vorbei, vorbei. Abo-Albo7856 hat geschrieben, ich habe aus Versehen beim Beten gefurzt. Aber ich weiß nicht, ob, darf ich lachen überhaupt bei sowas? Ist das verboten eigentlich, wenn man das aus Versehen macht? Nee, ne? Weil ich will jetzt nicht lachen oder so, das ist schon ein bisschen Dings, aber kommen wir zum Nächsten. Roschard-25 sagt, ich habe gefurzt im Mediamarkt, neben mir war eine Oma, hab die Schuld der Oma gegeben. Vielleicht würde ich auch so handeln, sage ich mal, weil das ist echt peinlich. Überlegt euch mal weitere, Leute sind hinter euch und jeder guckt euch erstmal an. Ich frage mich jetzt natürlich, was die Oma dann gemacht hat, ob sie dann meinte, ey, der war das, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mega peinlich. TXYLXN27, Allah, was ist das für ein Name, Mann? Auf jeden Fall, er hat geschrieben, mein Crush hatte mich beleidigt wegen meinem Aussehen und viele haben es auf Spielplatz gehört. Leute, ich muss sagen, mit sowas ist nicht zu spaßen, bevor ich dich gleich in die Kamera hau, Mann, wie redest du mal? Auf jeden Fall, wie kann man seine Freunde beleidigen, indem du sagst, Bruder, du bist lustig. Wallah, wie kannst du, Wallah, das ist nicht lustig, Bruder, wo lachst du jetzt? Nein, Wallah, jeder ist auf seine eigene Art und Weise hübsch. Tamam, es gibt hier einen oder anderen, Wallah, da denk ich mir, was bist du? Eren076 schreibt, bin die Treppe runtergefallen und hatte eine schlimme Kopfverletzung und eine Gehirnerschütterung. Ich hoffe, dir geht es jetzt bereits gut. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Tage passiert, sonst gute Besserung. Arthur-T5K hat geschrieben, habe mal einen Freund mit jemandem verwechselt und habe einen jemand... Was laberst du mal? Wie schreibst du? Habe mal einen Freund mit jemandem verwechselt und habe einen Fremden umarmt. Wallah, ich glaube, das ist schon jedem passiert, dass er dachte, zum Beispiel, da hinten ist der Vater. Er ist da hingegangen, hat geguckt, das ist der Vater. Der ist da hingegangen, hat geguckt, das ist der Bruder. Wallah, letztens ist mir das auch passiert. Ich bin einfach, habe auf meinen Kollegen gewartet. Da kam einer mit so einem Auto und er hat keinen Führerschein. Ich dachte mir, ah, er ist einfach so gefahren, so kein Führerschein, kurz angeben und so. Ich geh so rein, ich sag, oh Bruder, was geht? Ich guck jetzt das nicht. Direkt weggelaufen, Wallah, direkt einmal tschüss. Matt Aslan unterstrich 2005 schreibt, wollte mein Freund die Hose runterziehen, aber dann war auch noch seine Unterhose unten. Ich hoffe, dein Gesicht ist in seinen Arsch reingeflogen. David 272 hat geschrieben, bei einem Fußballspiel, da musste ich im Zweikampf pupsen. Wallah, wer heutzutage sagt überhaupt noch pupsen? Das frage ich mich gerade. Wer heutzutage sagt pupsen, Leute? Wallah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er geschrieben, und es hörte mein Trainer und der Schiri. Okay. So, jetzt kommen wir zu einem Teil, das ist jetzt nicht so lustig, aber das ärgert einen. Und zwar, Azad schreibt, ich bin in einem Club nicht reingekommen. Das ist echt heftig, ich weiß jetzt nicht, was du getan hast, aber mir ist mal passiert, dass die Türsteher dann gesagt haben, ihr da hinten, euch kenne ich nicht, ihr könnt abzischen. Da dachte ich, ey, wie, sie kennen mich nicht, vielleicht kann man sich dann kennenlernen. Ja, ihr seid keine Stammkunden, ich habe euer Gesicht noch nie gesehen. Ja, aber vielleicht kann man dann Stammkunde werden, das habe ich nie verstanden. Oder was weiß ich, die gucken Perso und sagen, nee, heute kommst du nicht rein. Was soll das, Digga, aber auf jeden Fall, ich fühle mit dir und ja. So. Herbert, meine Herberts in dem Herberts. Bossa 380 hat geschrieben, ich war einmal zum Toilette und auf einmal ist meine Mutter reingekommen. Leute, lernt erstmal überhaupt Deutsch, bevor ihr überhaupt irgendwas schreibt. Ihr seid in der 10. Klasse. Wisst ihr, was ich meine? Und Wallah, was ist daran peinlich? Ich kacke manchmal mit Tür auf und so. Hat der Kacken geschrieben? Nee, er war einfach so auf der Toilette. Bei mir kommt ganz Familie rein. Wallah, der eine sagt, gib mir Staubsauger, der andere sagt, gib mir Toilettenpapier, der andere sagt, gib mir Kamm, der andere sagt, gib mir Haarspray. Junge, wer bist du schon? Warum kommt ihr genau, wenn ich in der Toilette bin, Alter? NSP.offiziell 47 schreibt, als ich in der 2. Klasse
war, habe ich mal bei einem Stopptanz mein, wie ich jetzt nicht erwähne, aber ihr könnt euch schon vorstellen, was die Jungs unten haben, von meinem Lehrer gezeigt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber bei einem Stopptanz, ihr wisst alle, was ein Stopptanz ist, ihr dürft euch nicht bewegen, auf einmal, er holt einfach sein Nudel raus. Also wenn du es gemacht hast, Respekt, okay, du warst zweite Klasse, du warst vielleicht ein Kind, aber wie sah das aus, bestimmt so ein Ding, Digga, was habt ihr gemacht, Alter? Okay, Altan Miraj Akpınar oder so, ich weiß nicht, Wallah, hat geschrieben, dass ich in der Schlusche, Wallah, hast du Schlusche? Dass ich in der Schule wegen schlecht Hören gemobbt wurde. Was soll ich sagen, Leute, mit sowas ist wirklich nicht zu spaßen, aber es gibt immer Leute, die jemanden mobben in der Klasse. Ich bin ehrlich, wir hatten auch ein Mädchen, die gemobbt wurde in der Klasse, weil, keine Ahnung, keiner hat sie gemobbt so, aber ich war, Wallah, wenn ich jetzt lüge, ich soll jetzt runterfallen, Wallah, einfach so runterfallen. Ich stand im Interview und hab gesagt, ey, was macht ihr da und so dies und das, und dann haben die so auch aufgehört, weißt du? Und deswegen, falls jemand gemobbt wird oder falls du selber gemobbt wirst, keine Ahnung, steht dahinter, redet, werdet laut, wenn es sein muss und so. Wisst ihr, was ich meine? Dann hören die Leute auch auf. Lasst euch nichts von niemandem gefallen. So, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, aber Jovus schreibt, ich war am Schaukeln und bin 6 Meter hoch geflogen. Erstens 6 Meter, Bruder, weißt du, was 6 Meter sind, Alter? Boah. Alter, ich glaube 4. Stock, nein. Doch, glaube ich 4. Stock. Bruder, von da oben kannst du auch nicht runterfallen, wenn du am Schaukel bist. Auf jeden Fall, sagt, dabei habe ich mir meinen linken Arm gebrochen. Auf jeden Fall gute Besserung. Und Bruder, 6 Meter waren jetzt gerade richtig übertrieben. Bei 6 Meter Arm gebrochen kannst du froh sein, sage ich mal so. Weil bei 6 Meter, Bruder, das sind 6 Meter, Alter. Was redest du da? Ich glaube, das waren vielleicht 1 Meter oder so. Ich schaukel und dann 6 Meter hoch. Bruder, wie sieht das aus? Was redest du da? So, Freunde, Ferro53 hat geschrieben, ich bin mal bei einer Hochzeit bei Halay runtergefallen. Mir ist das gleiche passiert. Wisst ihr, wie das war? Ich sitze so, ne? Ich gucke, mein Cousin ruft mich. Ich sag, Bruder, komm, Halay. Die machen die ganze Zeit so und die sagen, komm, komm. Weil ich kann auch gut tanzen. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, ich gucke so, die rufen mich. Ich denke mir, boah, geil, ich muss jetzt auch gehen, ein bisschen mich zeigen und so. Ich so, ich laufe dahin, ich laufe, ich mache so. Wallah, ich war unten, ich war einfach nicht mehr zu sehen. So, Wallah, ich bin richtig runtergeflogen, so fast geflogen. Und dann bin ich einfach vor so einem Mädchen stehen geblieben und dann hat sie mich verhandelt und dann habe ich so angehört, dann habe ich weggelaufen. Und dann hat sie so keinen Bock und dann habe ich so gemacht. David Bubu 25 schreibt also, ich musste niesen und habe aus Versehen auf meinen Lehrer genießt. Bruder, ich sag dir mal ganz klipp und klar, ob das jetzt für dich schlimm ist oder peinlich ist, kann ich das jetzt nicht so sehen, aber ich sag mal so, es gibt manche Lehrer, die sind einfach Katastrophe, die hasst man, und wenn das vielleicht so ein Lehrer war, den du nicht magst, hast du es gut gemacht auf jeden Fall. Solche Zeiten kenne ich auch, wo die Lehrer einfach unfair sind, und ja, sonst, ich hoffe, Popol, alles war in ihr Gesicht drauf, und ja, Bruder, ey, ihr seid doch heftig. Freunde! Gio-74 hat geschrieben, ich und meine Freunde wurden im Schwimmbad beim erwischt. Digga, was suchst du überhaupt im Schwimmbad? Sag mir das. Es gibt ein Zuhause hier in einem Raum, er geht Schwimmbad. Was machst du da, Bruder? Oder was ich so heißt, dass du dich nicht halten konntest, ne?